Ja, hier geht's weiter mit dem nächsten Vortrag über das Thema Oracle Application Monitoring. Das ist wird euch präsentiert von Daniel Röttgermann. Daniel Röttgermann ist ein sehr, sehr langjähriger CheckMK-Kunde, hat natürlich auch kaum eine Konferenz verpasst. Wir hatten auch letztes Jahr einen sehr schönen Abend zu zweit oder in einer Gruppe mit noch weiteren aus der Schweiz. Daniel hat zusammen mit der Swisscom mit uns damals den Startschuss für die Managed Service Edition gelegt. Die Idee hatten wir schon länger, aber Daniel hat mit uns quasi das Initialprojekt durchgezogen, hat uns also unterstützt, nicht nur mit der Finanzierung, sondern natürlich auch mit dem Feedback, mit dem, Produktmanagement, mit dem Wissen, was einfach hier die wichtigen Features sind. Und ein zweites Thema, wo wir also jetzt schon sehr lange zusammenarbeiten, ist das Thema Oracle Monitoring. Und zwar hier nicht nur, was Low-Level betrifft, also da haben wir auch viel mit Opitz zusammengearbeitet, sondern eben auch, was das Thema betrifft, Anwendungen, die dann auf Oracle laufen. Das heißt, wir sind hier doch eine Ebene höher, näher am Application Monitoring. Und das ist auch das Thema von dem nächsten Vortrag. Und damit würde ich sagen, Daniel, leg los. Danke, dass du es machst. Bin schon sehr neugierig, was uns alle erwartet. Ja, hallo zusammen. Danke, Matthias, für die Einleitung. Schönen Gruß aus der Schweiz, in dem Fall aus Zürich. Zu mir. Matthias hat eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Daniel Röttgermann, seit knapp zwölf Jahren eigentlich im Monitoring-Bereich tätig. Arbeite bei der Swisscom, bin dort im Banking-Bereich und dort im Monitoring-Team. Kurz zur Swisscom, das muss ich machen. 20.000 Mitarbeiter, führendes Schweizer Telekommunikationsunternehmen, wer es nicht kennt. Bei 20.000 Mitarbeitern gibt es natürlich auch eine Menge unterschiedlicher Abteilungen. Und so berichte ich heute darüber, was wir im Swisscom Banking speziell zum Oracle Application Monitoring machen. Kurze Agenda, zum einen, wer sind wir? Swisscom Banking, dann Swisscom Banking Requirements. Was haben wir für Requirements? Swisscom Banking an das Oracle Monitoring. Dann haben wir die Requirements unserer Kunden. Auch die haben entsprechende Anforderungen. Dann kommen wir zur Demo bzw. Sample Views. Das ist pre-recorded, weil das über VPN und ähnliche Umstände nicht möglich war, anders möglich war. Also voraufgenommene Videos, die ich abspielen werde. Dann kommen wir zu den Challenges. Natürlich gab es einige Hürden und es gibt auch noch einige Hürden. Und dann kommen wir auch noch zur Zukunft, was mit MCA Oracle in absehbarer Zeit passieren wird, beziehungsweise wie es weitergehen wird. Und am Ende haben wir dann noch Frage und Antworten. Also steigen wir ein. Swisscom Banking. Wir sind der größte Anbieter im Banking-Bereich, kann man so sagen, für Geschäftsprozesse, Innovationen entsprechend für morgen. Für uns oder was wir im Grunde genommen machen oder so ein paar Zahlen, Eckdaten zu unserem Banking. Wir haben über 100 Migrationen im Swisscom im Banking-Bereich gemacht. Wir haben über 70 BPO-Customer von Valorendaten über Zahlungstransfer und so weiter, was wir mit denen machen. Wir haben über 75 Banken, für die wir reines Applikationsmonitoring tätigen, was durchaus eine ordentliche Anzahl ist und entsprechend viele Enterprise-Kunden, die entsprechend hohe Anforderungen auch haben an uns als auch an die Software. Für 51 Banken warten und operieren wir deren Banking-Plattform. Also wir sind verantwortlich für deren Banking-Plattform. Wir haben über 23 Banken und Firmen aus dem Finanzsektor, für die wir Research machen. Trend Scout eForesight heißt das Ganze. Da sind wir sehr stolz drauf. Und noch wichtig in unserem Monitoring-Bereich, in unserem Monitoring-Umfeld, wir reden von eigentlich über 100 unterschiedlichen Umsystemen, die alle in gewisser Art und Weise mit den Kern-Banking-Applikationen zusammenarbeiten. Das ist in dem Fall ist das Avalok und Finova, was sehr verbreitet ist in der Schweiz. Das sind so die Kern-Banking-Applikationen. Und da gibt es ungefähr 100 Umsysteme oder mehr, mit denen wir arbeiten und für die wir das Monitoring machen.
ein paar Namen mal in die Runde geworfen, da müssen wir nicht im Detail drauf eingehen, aber das sind schon irgendwo, für die, die die Schweizer ein wenig besser kennen, sind das eigentlich, sollte jeder so seine Bank grob wiederfinden. Kann sich jeder später anschauen auf den Slides, wenn die rumgehen. Zu unserer Umgebung ein paar Fun Facts. Wie Matthias gesagt hat, CME Edition, bei uns läuft das Ganze ein wenig anders. Wir haben einen Host und auf diesem einen Host haben wir über 20 Sites und im Grunde genommen bis auf unsere Master-Site ist jede Site gleich ein Kunde. Das heißt, ein Host ist ein Cluster, kommen wir gleich noch zu, und auf dem hat jeder Kunde seine eigene Site. Wir haben ungefähr knapp 1500 Monitor-Hosts mittlerweile, 155.000 Services, die wir monitoren. Die Zahl 35 Oracle-Hosts hört sich jetzt wenig an, die stimmt auch so nicht ganz, aber das sind die, die wir aktuell vollumfänglich monitoren. Also es gibt wesentlich mehr Oracle-Hosts, welche wir monitoren können und weiter ausbauen werden, aber dort, wo wir wirklich das MK-Oracle vollständig ausgerollt haben, das ist die Zahl ungefähr 35. Wir haben, ich habe es nachgeschaut, wir haben 184 Oracle-Instanzen. Und wir haben insgesamt 25.000 Oracle Services. Das sind nicht nur die Default-Checks, die das MK-Oracle mitbringt, aber halt auch entsprechend basierende Checks, welche auf dem MK-Oracle aufsetzen. Da kommen wir später zu. Und eine Sonderheit, die wir haben bis zu 30 Datenbanken auf einem Server, also Instanzen auf einem Server. Kurze Erklärung zu unserer Umgebung. Wie Matthias gesagt hat, Managed Service Setup bei uns, also es ist wirklich High Level jetzt. Wir haben, wie vorhin erklärt, unsere Master Site. Dort greifen all unsere Swisscom-Mitarbeiter zu. Dann haben wir unsere sogenannten Slave Sites, welche aber im Grunde genommen jeweils einen Kunden widerspiegeln. Und da es für die Kunden wichtig ist, das war auch eine der Requirements im Allgemeinen für unser Monitoring, dass der Kunde Zugriff auf seine Daten und seine Informationen haben möchte und braucht, hat jeder Kunde entsprechend auf seine Site Zugriff und kann so auf seine gemonitorten Informationen zugreifen. Jeder Kunde ist in der eigenen Zone. Das macht alles, also da geht, wie gesagt, das ist High Level, da gehen wir gar nicht so ins Detail, aber jeder Kunde ist in seiner eigenen Zone. Es gibt ein paar Ausnahmen übergreifend, weitere Challenges. Das Ganze ist auf einem Red Hat Cluster, aktiv-passiv. Und ja, ich glaube, das reicht als kurze Einführung für unser Setup, wie es aussieht bei uns. Jeder Kunde, der hinzukommt, ist entsprechend eine neue Site. Und ja, so geht das so lange, wie unser Server da noch genug Ressourcen für hat, das ohne Probleme zu handeln. Unsere Requirements vom Swisscom Banking, da wir natürlich, wie vorhin gesagt, eine große Anzahl an Enterprise-Kunden haben, ist natürlich auch extrem viel Innovation gefordert und Flexibilität gefordert. Und da gehen wir doch jetzt in dem Fall drauf ein. Wir haben so ein paar Kernpunkte rausgeschrieben und versucht, das aufzuteilen in Bereiche. Wir haben zum einen recht einfach Custom SQLs. Das hat vielleicht schon der ein oder andere, der mit dem MK-Oracle arbeitet, ausprobieren können oder ausprobiert. Das gibt es auch schon was länger. Das heißt, ich habe mein eigenes SQL und das möchte ich ausführen lassen. Und da möchte ich dann spezifische Parameter übergeben, sei es bestimmte Schwellwerte, die ich im SQL eintrage oder die ich im CFG eintragen kann, die dem SQL übergeben werden. Wir brauchen entsprechend Performance-Daten dazu. Wir müssen ausweisen die Verfügbarkeit zu den einzelnen Custom SQLs oder den entsprechenden applikationsspezifischen SQLs. Das ist ein Teil. Das heißt, Custom SQLs so für sich, eine Anforderung. Dann haben wir MK-Oracle-basierende Checks oder auf MK-Oracle-basierende Checks. In dem Fall ist es so, dass man muss sich das so ein bisschen wie Piggyback vorstellen. Das heißt, das MK-Oracle führt ein SQL aus, erstellt eine entsprechende Sektion und auf der Gegenseite, auf dem Monitoring-Server, habe ich einen selbstgeschriebenen Check oder von wem auch immer geschriebenen Check, der diese Informationen dann auswertet und entsprechend daraus die Services kreiert. Das ist für uns recht wichtig, da wir
ja, wir haben eine riesige Anzahl an komplexen, also gerade im Avalok-Monitoring, an applikationsspezifischen Sachen, die teils hunderte, tausende Services kreieren. Und wenn wir das alles mit einzelnen Custom SQLs managen müssten, das wäre unmöglich. Also was wir machen, wir erstellen im Grunde genommen in klassischer Check-and-Car-Manier eine Liste aus dem Output des SQLs und lassen den auf dem Monitoring-Server durch den Check auswerten und der erstellt uns dann entsprechend Inventory-Daten als auch entsprechende Services. Dann für uns eine Anforderung, sehr wichtig ist die Erweiterung und Verbesserung vom Inventory. Ein Teil ist schon länger vorhanden, da an der Stelle Simon war da auch derjenige wieder. Statusdata im Inventory. Statusdata im Inventory, das heißt, wir wollen um ein Beispiel zu nennen, wir wollen Daten, die sich verändern. Tablespace verändert sich kontinuierlich. Wir wollen aber diese Daten auch im Inventory haben, weil wir daraus bestimmte Tabellen zur Anzeige erzeugen müssen für die Application Owner, die einfach eine schnelle und komfortable Übersicht benötigen und nicht Inhalte in irgendwelchem Output von Services sich raussuchen müssen oder möchten. Dann haben wir Application Details. Zum Beispiel jede Applikation hat spezifische Sachen, die auch wiederum angezeigt werden müssen, wofür aber nicht unbedingt ein Service nötig ist. Das heißt, auch da haben wir viel gemacht und und benötigen einfach die Funktionalität, Inventory-Daten zu sammeln und entsprechend auch in Tabellen wiederum aufbereiten zu können. Tabellen, und dann kommen wir zum letzten Punkt, was Inventory angeht. Auch da, Simon, gerade fertig, gestern da noch ein bisschen getestet zusammen. Das Mixen von Status- und Inventory-Daten. Also wir wollen jetzt quasi sowohl Statusdaten mixen können, als auch Inventory-Daten untereinander. Das heißt, wir haben zum einen Inventory-Daten aus, gehört alles zur selben Datenbank, aber es sind unterschiedliche applikationsspezifische Inhalte und kommen aus unterschiedlichen Checks. Und die wollen wir in einer View zusammenführen. Und den letzten Punkt für uns, Swisscom, ist natürlich entsprechend die Erweiterung an Views und Dashboards, die Möglichkeiten, die sich dann aus dem Ganzen ergibt, was halt einfach extrem wichtig ist für unsere Einsatzteams, die sich dann halt direkt mit dem Kunden darum kümmern und den Fehlern nachrennen. Da ein Punkt ist für uns auch ganz wichtig gewesen, die Perfometer-Erweiterung fürs MK Oracle, dass man jetzt ähnlich wie bei CPU-Utilization auch Perfometer-Output hat und anhand dessen in den Tabellen sortieren kann. Als würden unsere Anforderungen nicht reichen, gibt es natürlich auch noch Anforderungen, die unsere Kunden haben. Die haben wir frühzeitig mit aufgenommen, weil was gibt Schlimmeres, als irgendwo etwas fertig zu machen, zu glauben, dass es gut ist und dann festzustellen, dass der Kunde noch ganz andere Anforderungen hat und das vielleicht einen Großteil unserer Arbeit über den Haufen wirft. Also haben wir vorher auch unsere Kunden abgeholt und haben mit denen besprochen, was die Anforderungen sind. Vieles überschneidet sich und einige Sachen sind hinzugekommen. Custom SQLs, das haben wir gerade schon gehabt, soweit klar. Wesentlich mehr DB-Details und Informationen möchten sie haben, also SGA, PGA, teilweise schon länger vorhanden, teilweise auch erst in der 1.7 jetzt mit drin, CPU, Memory zu den einzelnen DBs beziehungsweise zu den einzelnen Instanzen. Ganz wichtig halt, einfach mehr Transparenz zu der DB zu schaffen, dass der Kunde sich die Informationen anschauen kann. Man muss an der Stelle verstehen, im Avalok-Umfeld ist es zum Beispiel so, es gibt eine Produktivdatenbank, das ist eine einzige Instanz. Und dann gibt es eine Testumgebung, auf der durchaus 30 Instanzen laufen oder vielleicht sogar mehr. Und da gibt es Pre-Prod, Dev-Test, das normale und für zig Varianten. Und entsprechend ist es da wichtig, für jede DB die entsprechenden Informationen jederzeit einsehen zu können. DBs werden hoch und runter gefahren. Man möchte sofort die Info haben, auch wenn die DB runtergefahren ist. Was sind denn die Einstellungen auf welcher DB? Gleichzeitig more Oracle-based Application Information. Das ist ähnlich wie bei uns auch. Wir brauchen einfach mehr Informationen, spezifische Oracle-Applikationsinformationen aus dem Avalok in dem Fall, die wir auch darstellen. Dann, das hat Lars heute Morgen schon angesprochen, das Thema Reporting und Capacity Management.
Auch das ist nötig und eine Anforderung vom Kunden, mittlerweile auch von uns, also nicht nur von den Kunden, sondern auch intern bei uns. Das Reporting muss so weit aufbereitet werden, dass es, wir haben vorhin von Enterprise-Kunden geredet, wir reden nur von Banken. Da ist ein gewisser Anspruch vorhanden und entsprechend müssen einfach gewisse Grundfunktionalitäten vorhanden sein und funktionieren. Und das Capacity-Management als solches gab es in der Form ja nicht. Wir haben Trends irgendwo gehabt, die wir für Filesystem zum Beispiel hatten, aber ein Trend spiegelt nicht wirklich Capacity-Management wider, weil ich möchte ja sagen, letzter Monat hochgerechnet, wie sieht es nächster Monat aus? Genauso möchte ich aber auch jegliche Zeitachsen angeben, wie sieht es in 3 Monaten aus mit der Berechnung von den letzten 6 Monaten. Okay, dann gehen wir zur Demo über. Wie vorhin gesagt, das Ganze ist voraufgenommen. Ich spiele das ab und wir haben abgemacht. Wir schauen mal, was nachher für Fragen oder im Laufe der Demo auch an Fragen aufkommen. Ich habe das ein wenig in Themenbereiche unterteilt und Matthias wird dann wahrscheinlich zwischendurch zwischen den einzelnen Videos nochmal auf Fragen eingehen. So, nun in der Demo. Schauen wir uns doch ein paar der Sachen an, die wir gerade besprochen haben, die auf der Agenda liegen, beziehungsweise was die Anforderungen von Swisscom beziehungsweise von den Kunden von Swisscom Banking sind. Fangen wir mit dem Inventory an. Kleine Demo-Site, einiges eingetragen an den Informationen. Was wir hier jetzt sehen, ist ein ganz normaler Oracle-Host, der entsprechend SGA-Infos, Instanzen aufzeigt und die PGA-Infos. Nun, wie man sieht oder wie man unschwer erkennen kann, wenn man SGA, PGA durchgeht, nicht alle Informationen sind vielleicht auch für jeden nötig. Den einen interessiert die Fixed Size, den anderen interessiert Shared Pool und so weiter. Nun ist es natürlich schön, wenn man das Ganze kombinieren kann und vielleicht auch nur die Informationen in einer Tabelle sieht, die wirklich für einen selber nötig sind, anstatt in 3 Tabellen suchen zu müssen, die ich natürlich hier entsprechend aufmachen könnte, ist die Idee, die Informationen zu mixen. Und schauen wir uns das an, wie das aussehen könnte. Nun, was haben wir hier gemacht? Wir haben jetzt aus den 3 Tabellen, PGA, SGA und den Instanzen gemixt. Und zwar haben wir genommen aus den Instanzen die SID. Es muss für das Mixen von Inventory-Daten muss immer ein Unique-Key, Unique Identifier vorhanden sein. In dem Fall ist es SID. Dann haben wir die Version genommen und wir haben den Log-Mode genommen. Dann haben wir aus PGA haben wir folgende Informationen genommen. Aggregate PGA Auto Target und Maximum PGA Use for Auto Work Areas. Und aus SGA haben wir Free SGA Memory Available genommen und Shared Pool Size. Ob das nun Sinn macht in der Konstellation, sei dahingestellt. Das ist nur ein Beispiel, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich nun für uns eröffnen. Das heißt, wir sind in der Lage, sämtliche Spalten, sämtliche Tabellen miteinander zu mixen, wenn wir ein Unique Identifier haben, in dem Fall hier SID und dazu die passenden Instanzen oder die SID entsprechend die Instanz. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Hier haben wir einen anderen Host. Auf diesem Host haben wir selbstgeschriebene Inventory-Daten. Das heißt, wir haben einen Check, der entsprechende Informationen von dem System abholt und diese ins Inventory schreibt. Der Hintergrund ist zum einen, dass in dem Fall jetzt, dass Release-Informationen zu der Applikation, die im Oracle eingespielt werden, jederzeit sichtbar sein müssen. Man möchte wissen, bei den ganzen Staging-Prozessen, bei dem ganzen Testing, auf welcher Instanz läuft und welche Version, wann ist die eingespielt worden, welcher Installer wurde benutzt und. Das ist natürlich gut zu wissen. Gleichzeitig möchten wir die Informationen aber vielleicht auch mit weiteren Informationen anreichern. In dem Fall jetzt ein Beispiel. Wir nehmen wieder die Instanzen-Datenbank, die Instanzen-Informationen zu Oracle, wo wir, sagen wir, das kombinieren können mit Log-Mode oder Logins oder Ähnlichem. Vielleicht sind auch nicht jedem sämtliche Informationen immer wichtig. Wir sehen zum Beispiel Oracle Version. Bei uns in unserem Check
ein wenig detaillierter noch als im Oracle selber. Das ist auch für unsere Kollegen irgendwo wichtig, die genauen Nummern zu haben. Schauen wir uns an, was wir da gemixt machen können, wie das aussehen könnte. Wir haben die SID, wir haben aus dem Release, aus unserem eigenen Check, haben wir die Oracle-Version, dann wieder aus dem offiziellen Oracle-Plugin die Logins, DB Creation Time, DB Start Time und dann geht es weiter mit weiteren Informationen aus unserem Avalok, Application Check. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Das können auch andere Tabellen sein, die gemischt werden. Wichtig und entscheidend ist einfach nur, dass es einen Unique Identifier gibt an der Stelle. Okay, ich hoffe, man hört mich wieder. Das war das erste Video. Gibt es da Fragen, die wir da beantworten sollen? Vielleicht Matthias? Man hört dich nicht, Matthias. Hallo, hört man mich? Ja. So, es gibt ein paar Fragen, die nicht direkt mit dem Video zusammenhängen, aber die durchaus interessant sind. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Frage mit 5 Votes von Lance Tost. Der schreibt, dass My DBA still keep OEM, Oracle Enterprise Manager, around to monitor Oracle. I don't know OEM or Oracle well enough to say CheckMK could replace it. So die, seine Frage ist, could CheckMK replace Oracle Enterprise Manager? Are there things OEM does that CheckMK does not? Oder umgekehrt? Die Frage ist berechtigt und die Frage hängt davon ab, wie technisch versiert deine DBA-Admins sind und in welcher Form, es kommt auch auf die Applikationen an, auf die Oracle-basierenden Applikationen, in welcher Form du da genauere Analysen machen musst. Das ist irgendwie immer so, die eierlegende Wollmilchsau im Monitoring gibt es leider immer noch nicht und es gibt einfach bestimmte Tools, die bestimmte Sachen einfach besser machen. Und der Vorteil beim Oracle Enterprise Manager ist meines Wissens auch, dass ich darüber auch die sämtliche Shell-Werte und Konfigurationen und sowas fahren kann. Und das kann ich natürlich mit Oracle, mit dem CheckMK nicht. Da kann ich das Oracle entsprechend nicht in irgendeiner Art und Weise editieren oder die Grundeinstellung ändern. Okay, da gibt es noch eine Frage von Jens Dunkelberg mit 11 Votes. Ich hoffe, das wird aufgenommen und bereitgestellt. Ich würde das gerne meinen Oracle-Kollegen zeigen. Also ich nehme an, ihr habt jetzt quasi für euch Custom-Plugins gemacht für diese Statusdaten? Gibt es die irgendwo auf irgendeiner Exchange oder irgendwas? Nee, also das sind applikationsspezifische Sachen, die wir hier gemacht haben. Das ist aber so jedes, also die Grundlage dessen ist recht einfach erklärt. Der Agent nimmt ja auch bei einem Inventory-Check transportiert der Agent ja Daten. Die Daten müssen transportiert werden und auf der Gegenseite muss es einfach einen Inventory-Check geben, der die Sachen auswertet und so dann ins Inventory reinschreibt. Also das ist, ich will nicht sagen, kein Rocket Science, aber recht straightforward. Also wenn einer von euch Interesse hat, dann kann er ja den Daniel mal persönlich kontaktieren. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen gegenseitig helfen. Genau, also das Angebot steht grundsätzlich nach der Präsentation, auch nach den Questions and Answers, anytime. Die ganzen 2 Tage, ihr könnt mich einfach anschreiben und anschicken. Okay, damit ist eigentlich die Frage von Nikolas beantwortet, werden die gezeigten Features offiziell in CheckMK aufgenommen? Also erstmal nein, weil die eben sehr Swisscom-spezifisch sind. Kontaktiert einfach Daniel, wenn ihr Interesse habt. Achtung, also wir haben ja Features schon, also das Mixen von diesen Informationen im Inventory und so weiter, das sind natürlich Sachen, die... Das ist klar, das ist CheckMK, genau. Da habt ihr euch ja auch beteiligt dran, dass man eben im Inventory auch Daten erfassen kann, die nicht langfristig sind, sondern die sich pro Minute ändern können und die dann zusammengefasst in einem Baum dargestellt werden, sogenannten strukturierten Statusdaten. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Video. Genau, machen wir weiter und am Schluss gibt es noch Fragen. Okay, also das nächste Video... Viel Spaß. Nun machen wir weiter mit den Oracle-based Checks, das heißt Checks, welche auf Oracle basieren, aber im Grunde genommen, dass MK Oracle nur der Transfer-Layer ist, ein wenig wie Piggyback. Das heißt, MK Oracle führt das SQL aus, hängt eine Sektion dran oder packt den Output in eine bestimmte Sektion und auf dem Monitoring-Host gibt es entsprechend ein von uns oder von irgendjemandem geschriebene Checks, die die Informationen auswerten.
Nun, in der Avalok-Umgebung, Banking-Applikation Avalok, gibt es bestimmte Parameter, die unbedingt überwacht werden müssen. Das ist BGP, DocLog, Process Queues und Networks. Und die monitoren wir. Und davon gibt es ganz schön viele. Also das kann gut und gerne sein, dass es auf einem Host allein hier circa 500 individuelle Messpunkte geben kann, wenn nicht sogar mehr. Und die werden entsprechend alle aufgelistet. Was wir hier machen, wir haben mehrere SQLs, also ein SQL zum Beispiel für BGP. Dann haben wir ein SQL für DocLog, wir haben ein SQL für Networks und wir haben ein SQL für Process Queue. Und unser SQL macht Folgendes, es holt im Grunde genommen alle Informationen, so wie üblich im CheckMK. Es wird eine Liste generiert mit den aktuellen Statusinformationen und Details. Und diese Liste wird dann mit dem Agent an den Check übergeben und der Check entsprechend erstellt dazu dann die einzelnen Services. Das ist ja eine recht einfache Lösung, die extrem komfortabel für uns ist und das hat uns extrem viel. Also wir haben wahrscheinlich insgesamt, ich würde schätzen, ja, pro Host Minimum 500 von diesen Services. Auf den Testumgebungen kann es auch sein, dass es irgendwie vielleicht auch 1000 sind von diesen Services. Und ja, das nimmt uns eine ganze Menge Arbeit ab und es macht es recht einfach. Wie sieht das Ganze dann aus? Also hier sehen wir jetzt einfach mal einen Haufen dieser Checks. Für uns ist da noch einfach ganz wichtig gewesen, da das eine extrem große Masse ist. Und wenn jetzt einer irgendwo anschlägt, ist das okay. Aber was ist denn, wenn jetzt das SQL anschlägt? Wenn das SQL anschlagen würde, würde das ja in dem Fall normalerweise heißen, jeder von diesen Einzelnen würde auf Critical gehen. Aus dem Grund haben wir uns ein Status-Check jeweils gebaut zu dem einzelnen Typ, also BGP, DocLog, Networks und Process Queue. Und der gibt uns im Zweifel den Fehler aus, wenn er keine Infos bekommen kann. Und entsprechend gehen alle darunter gelegenen Checks auf Stale. Das heißt, das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Parent-Child. Ihr kennt es vielleicht aus den JVM-Checks oder auch aus den normalen Oracle-Checks. Wenn eine DB nicht verfügbar ist, dann gehen sämtliche Checks darunter entsprechend auf Stale. Und die Message ist nur auf dem Instanz-Check selber, dass die DB nicht verfügbar ist. Schauen wir uns dann noch an, was wir im Inventory dazu machen. Im Inventory, das, was wir hier gerade gesehen haben, die Information, da steht schon einiges drin in den Status-Details und auch im Long-Output. Nichtsdestotrotz, für die Kollegen ist es einfach, manchmal steht da halt eben einfach nur BGP-Nummer 123 als Beispiel. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was das ist. Und dafür sind auch sämtliche Informationen hier im Inventory dann zu finden und als Tabellen, die wir entsprechend aufmachen können und darin filtern können. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, weil so sehe ich sowohl den Alias als auch den Namen und anhand dessen finde ich eigentlich raus, um welche Objekte oder welche applikationsspezifischen Messpunkte es sich handelt. Gut, an der Stelle das der Teil zu den Oracle-Based-Checks. Ich schlage vor, Matthias, wir machen weiter mit dem nächsten Video. Ja, wir bündeln die Frage am Ende, weil dann können wir nämlich dann in Raum 2 übergehen, wenn die Zeit nicht reicht. Also mach einfach mit den Videos weiter erstmal. Wir sammeln die Fragen dabei. Kommen wir nun zu den Oracle Custom SQLs. Das gibt es nun auch schon etwas länger im MK Oracle, dass ich in der Lage bin, Custom SQLs auszuführen. Ich hänge das SQL an, kann sogar Parameter mit übergeben und die dann ausführen. Und das nutzen wir rigoros. Wir haben teilweise bis zu, ich glaube, 80 Custom SQLs pro DB oder pro Instanz, die wir abfragen. Das sind die unterschiedlichsten SQLs von extremst komplexen bis hin zu recht trivialen SQLs. Für uns ist hier wichtig, dass wir zum einen Parameter übergeben können, weil von Bank zu Bank, von Kunde zu Kunde, von Datenbank zu Datenbank kann sich das entsprechend ändern.
Das heißt, wichtig ist in den MKR Oracle CFGs, dass wir dort Parameter definieren können. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist entsprechend die Info darüber zu haben, wie lange die Laufzeit des einzelnen SQLs ist, weil das die Masse, wenn ich sage 80 Custom SQLs, da kommt einiges an Laufzeit zusammen. Und wenn viele von denen im Minutentakt ausgeführt werden und da ein faules Ei dabei ist, dann wollen wir das gerne wissen und sofort sehen. Und das können wir anhand dessen recht gut sehen. Gleichzeitig können wir so auch die Datenbanken vergleichen, weil viele der Kunden auch dieselben SQLs laufen haben. Jeder Kunde hat durchaus andere Applikationen. Wir haben vorhin am Anfang gehört, Avalok, da gibt es bis zu, also insgesamt haben wir bis zu 100 Umsysteme, die auf auf die Core-Banking-Applikationen wie Avalok oder Finova zugreifen. Und entsprechend kann es gefühlt unendlich viele unterschiedliche SQLs geben. Gleichzeitig gibt es aber bestimmte Applikationen, die mehr oder weniger jede Bank auch benutzt und entsprechend sind die SQLs gleich. Und so kann man auch ganz gut sehen, welche Bank besser performt, beziehungsweise auf welchem Server, also innerhalb der Applikation, der Kunde kennt nur seine Applikation, aber da wir irgendwo Supervisor sind, können wir ganz klar sagen, ja, okay, eigentlich habt ihr dieselben Spezifikationen, aber bei euch läuft es wesentlich länger. Schaut doch mal nach, irgendwas scheint da an Feintuning nötig zu sein, weil XYZ braucht nur die Hälfte der Zeit. Also für uns die Custom SQLs extrem wichtig und wir haben hunderte dazu im Einsatz und bauen das auch zukünftig aus. Avalok war quasi die Kernapplikation, mit der wir angefangen haben. Im Finova-Bereich haben wir es manuell erstmal gemacht oder auf eine andere Art und Weise, haben ein eigenes Framework gebastelt und mit der Zeit werden wir das da auch noch umziehen. Gut, machen wir weiter mit dem letzten Video, damit wir da noch vorwärts kommen. Wir haben noch eine Folie im Anschluss, die wichtig ist. Da werde ich gleich einfach dann abbrechen, wenn es um das Capacity Management geht. Schauen wir uns nun Perfometer an, das Thema Perfometer und Oracle, als auch entsprechend noch eine kurze Info zum Reporting, als auch das Capacity Management. Was wir hier sehen, ist jetzt ein Host. Ich habe einfach mal gefiltert nach Uptime, DB-Time, Memory und Performance. Das ist ein Host mit einer gewissen Anzahl an Instanzen, Datenbanken auf dem System. Was es vorher nicht gab und was für uns im Daily Business recht hilfreich war, wenn man entsprechend schon nach CPU-Auslastung von bestimmten Systemen oder Memory-Auslastung sortieren konnte. Das hatten wir vorher in unserem Monitoring, welches wir parallel betrieben haben für die Avalok-Applikation, was wir natürlich ablösen wollten, weil wir hier einen Mehrwert an vielsten Orten irgendwo finden können, verglichen mit dem selbstgestrickten, was wir mal irgendwann gebaut haben. Wir brauchten diese Sortiererei, beziehungsweise wir brauchen die Übersicht, wie die Auslastung ist. Vorher, manche mögen sich erinnern, es gab einen Performance-Check, wo sowohl Uptime als auch Memory, DB-Time, also CPU, mit aufgelistet waren. In einem Check. Das Ganze ist jetzt trennbar. Ganz kurz erklärt, es gibt ein Regelset. Das Regelset nennt sich Discovery, also Discovery-Regel, Oracle Performance Discovery. Eine Regel angelegt. I.O. ist jetzt für uns an der Stelle nicht so wichtig, gerade für die Demo auch. Und wir haben entsprechend gesagt, okay, wir extrahieren aus dem Performance-Check DB-Time, Memory, System-Weight. Uptime ist automatisch mittlerweile. Und et voilà, das ist das Ergebnis. Jetzt sind wir in der Lage und können entsprechend schön sortieren und sehen auch recht gut die Auslastung der einzelnen DBs. Sei es Memory, sei es System Weight, sei es CPU, sei es Hit Ratio oder auch Uptime. So, an der Stelle gehe ich dann wieder auf die Slides. Die Demo haben wir soweit durch. Es geht etwas schneller, die Zeit rennt. Challenges.
Ja, wir haben eine Menge Challenges gehabt. Die haben wir auch teilweise noch. Also zum einen ist es die Anzahl an Services, die teilweise generiert wird, wenn ich ein MKR Oracle einfach nur so deploye auf manchen unserer DBs, ohne irgendwelche Restriktionen, dass ich zum Beispiel sage, keine Tables, dass ich zum Beispiel auch Tablespace abfrage, was wir primär aktuell nicht tun, dann habe ich manchmal eine DB mit 30.000 Services. Das ist also Check-MK-Services. Das ist natürlich unmöglich. Also gibt es viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Die Anzahl an Custom SQLs ist für uns auch eine Schwierigkeit. Und zwar 60 Custom SQLs oder teilweise auch mehr auf einem Host ist okay, kein Problem. Aber das Ganze muss auch in der Oracle CFG verwaltet werden. Und das Maintenance und die Optimierung dessen ist recht anspruchsvoll. Performance, Timeouts der Agents, also wie vorhin gesagt, 30.000 Services. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange dann auch das MK Oracle läuft. Also da muss man irgendwo an bestimmten Punkten Abstriche machen und sagen, okay, das fragen wir nicht ab, weil wir haben auch Custom SQLs, die eine gewisse Zeit brauchen. Dann haben wir manchmal einfach zu viele Datenbanken, die dafür sorgen, dass es zu langsam wird. Also ich meine, wenn ich da 30 Datenbanken habe, wenn es mit 10 funktioniert, funktioniert es nicht mit 30 meistens. So funktioniert es leider nicht. Dann die Custom SQLs, die lange Laufzeiten teilweise haben, deswegen müssen wir immer prüfen und brauchen auch die Perfometer-Informationen zu den Custom SQLs. Dann eben die vielen Oracle SQLs selber, also MK Oracle bringt ja auch selber eine Menge SQLs mit, die auch teilweise lange Laufzeiten haben. Dann die Akzeptanz steigt, umso toller das Tool wird, umso toller alles wird, steigt die Akzeptanz. Das heißt für uns mehr Arbeit, irgendwo Dashboards, Views und Custom SQLs bauen und nicht mehr wirklich das eigene Monitoring vorantreiben. Definitiv eine Challenge. Das Reporting und Capacity Management, da hat Lars schon was zugesagt, ist auf jeden Fall eine Challenge. Und ja, die unterschiedlichen Anforderungen bei den Banking-Softwaren. Das heißt, wir haben Präfixe, wir haben Postfixe, also Kleinigkeiten sind ins MK Oracle gewandert, dass wir solche Sachen konfigurieren können. Und es sind halt alles keine 0815 Oracle-Setups, also sprich Oracle installiert und fertig, sondern es sind extrem komplexe Applikationen teilweise, die auch entsprechend viel Aufwand an Konfiguration fordern und Zeit. Auch hier ein Schmerz. Okay, wie sieht die Zukunft aus? Nehmen wir es vorweg, rosig, hoffe ich. Also Oracle Monitoring 2021. Wir haben eine ganze Menge noch zu tun. Also von unserer Seite oder auch Check-MK-Seite. Es sind momentan noch viele Sachen offen, aber wir sind auf einem guten Weg. Und für uns sicherlich einer der Kernpunkte aktuell ist immer noch die Performance. Da gibt es eine Menge Punkte, an denen wir ansetzen können. Das ist zum einen die Laufzeit vom MK Oracle selber, als aber auch unsere SQLs selber, die wir noch optimieren können wahrscheinlich. Es kostet halt alles leider Zeit. Dann die Zeit, wie lange der Check auf der Gegenseite braucht fürs Parsing oder auch das Auswerten der Resultate und Ähnliches. Auch da glauben wir, dass wir noch Zeit rausholen können. Weil unser Problem ist, dass der Agent an irgendeinem Punkt in den Timeout läuft. Und das können wir natürlich nicht machen auf Produktivsystemen, wo, wenn wir das alles mal auf einzelne Services hochrechnen, teilweise irgendwo bis zu 1000, 1500 Services auf einem Haus plötzlich auf Stale wären, weil der Agent entsprechend nicht schnell genug ausgeführt worden ist. Views und Dashboards, das fasse ich ein bisschen zusammen. Also was uns für uns ein Anliegen ist, ist definitiv Default Oracle Views zu erstellen und Default Oracle Dashboards im Check-MK. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir haben gute Ideen und dann müssen wir schauen, dass wir ähnlich wie auch bei Docker es Default Views gibt in bestimmten Bereichen, dass man da vielleicht was machen kann. Dann benötigen wir eigentlich für unsere Views und Dashboards eine generische Form. Wenn wir irgendwo 50 Datenbanken haben, dann muss das irgendwo mit den 50 Datenbanken so gehen, wenn ich das einmal entwickelt habe. Und dann muss das gleich für den ganzen Rest funktionieren. Das heißt, einfach ein Klonen oder irgendwo ein Copy to All, was auch immer. Irgendwas muss da vereinfacht werden vom Aufwand, von der Zeit.
Perfometer, das haben wir schon gesehen. Das ist jetzt auch soweit in place. Das kommt mit der 1.7er. Da war Marcel sehr fleißig und ich glaube auch Simon und noch zwei andere, um ein paar Namen zu nennen. Danke an der Stelle. Dann weitere Oracle Application Views, also Oracle Based Application Views für Swisscom als auch für unsere Kunden. Das ist sowohl auch für die Dashboards intern als auch extern extrem hilfreich, wenn man das auf bestimmte Applikationen schon vormünzen kann oder auf bestimmte Instanzen vormünzen kann. Capacity Management, ja, es muss überall funktionieren. Das heißt, es ist nicht irgendwo wie Forecast angesprochen für Filesystem damals, sondern es muss egal für welchen Check funktionieren. Ich brauche es für die Performance, Oracle Performance Check für die CPU, für Memory, für Tablespace und so weiter. Und das muss sowohl in der GUI funktionieren, als auch entsprechend, um den Übergang zu machen, als auch entsprechend später auf dem Papier, auf dem digitalen Papier landen, im Reporting. Und zwar muss das Reporting für alle Oracle DBs uneingeschränkt funktionieren. Und am besten automatisiert, sodass man einmal den Report erstellt, ähnlich wie bei den generischen Views und Dashboards, einmal erstellen und dann nie wieder anpassen müssen. Und das funktioniert. Ja, dann kommen wir eigentlich zu Question and Answers. Und ja, sage an der Stelle danke schon mal. Ja, Daniel, danke schon mal für die Vorträge und auch für die Videos, die du ja gemacht hast. Warum bin ich eigentlich gemutet? Nee, bin online, okay. Weil du ja gesagt hast, dass du das nicht live vorführen kannst aus Sicherheitsgründen. Wir haben jetzt noch 3 Minuten in diesem Raum und danach geht es wie gewohnt im Raum 2 weiter, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Daniel. Was gefragt wurde hier ist, mittlerweile mit 7 Votes ganz oben von Antje. Wäre es möglich, einen Handbucheintrag zu erstellen, wo das Verwenden von eigenen SQL-Statements im MK-Oracle-Plugin inklusive Check-MK-Datei, Master und Warte-Rule zu beschreiben? Also nochmal die Frage, die auch in die ähnliche Richtung geht wie die von Lance Tost. Er sagt auf Folie 9, sagst du, dass man eigene Queries integrieren kann, so ähnlich wie Plugins oder Local-Checks. Kannst du noch mal ein paar Worte sagen, wie das eigentlich genau funktioniert mit den eigenen SQL? Also wie müssen die aufgebaut sein? Wie kann ich Schwellwerte festlegen? Wie funktioniert das? Also zu Antje, ja, Dokumentation, jetzt mache ich doch mal einen Seitenhieb. Da mangelt es an einigen Stellen. Ganz überrascht, entsetzt ist man. Jedenfalls gibt es aber zumindest die Sache beschrieben. Ich glaube, auch da war Simon derjenige, der es damals mal gemacht hat, wenn man den passenden Commit findet. Okay, hilft an der Stelle nicht wirklich, aber ich denke, da kriegen wir gemeinsam was hin. Wie das Ganze funktioniert, ist nicht als Local Check oder als Plugin, sondern wir haben das MK Oracle als Plugin und dort gebe ich entsprechend Pfade, Ordner an, wo ich meine SQLs ablege. Und dann gebe ich in der MK Oracle CFG klar an, welches Custom SQL ich wie aufrufe. Also in welchem Intervall, mit welchen Parametern und. All die Funktionalitäten, die möglich sind. Und dann wird das entsprechend mit aufgerufen. Sowohl das normale, die normalen SQLs, die Sync- und Async-Sections, die Default sind, je nachdem, was ich vielleicht auch ein- oder ausgetragen habe, werden ausgeführt. Und dann im Anschluss kommen die Custom SQLs, die auch ausgeführt werden. Wie liefern die Custom SQLs dann ihre Ergebnisse? Also wie werden die gepasst? Oder müssen die ein bestimmtes Ausgabeformat haben, bestimmte Tabelle ausgeben? Oder? Tabelle nicht, aber natürlich Ausgabeformat muss ausgegeben sein. Also wir haben entsprechend der Fehler muss, der Fehlercode auf 012, das muss das SQL ausgeben. Und das wird auf der Gegenseite, da gibt es einen entsprechenden Check zu, der wertet das entsprechend dann aus und gibt den Output vom SQL in den Service-Output rein und den Status entsprechend, je nachdem, was übergeben worden ist. Das heißt, das SQL-Statement ist eigentlich dafür verantwortlich, den Status selber festzustellen und der Check auf dem Server ist eigentlich relativ primitiv und übernimmt es einfach. Korrekt. Okay. Eine Frage von Christian Friedrich, in welchem Intervall fragt ihr die Systeme ab? Also macht ihr das noch minütlich, das MK Oracle? Ja, wie vorhin gesagt, man stößt irgendwo an seine Grenzen. Da, wo es möglich ist, ist das immer noch minütlich. Ja. Okay, cool. Das ist nicht überall möglich, aber da, wo es möglich ist, wird es minütlich gemacht. Da gibt's, es ist nichts in den Folien drin, aber wir versuchen jetzt mal was, und zwar, dass wir
bei, ich sage jetzt mal, 30 Datenbanken, ist es ja durchaus möglich, anstatt sequenziell das Ganze durchzugehen, das auch parallel zu machen. Und da arbeiten wir jetzt gerade was aus, dass wir das parallelisieren. Und das sollte uns hoffentlich den gewünschten Mehrwert bringen, weil unsere Datenbanksysteme haben teilweise 144 CPUs oder mehr. Und es ist nicht so, als würden sie sich langweilen. Aber das bisschen mehr Arbeit parallel macht wirklich nicht viel aus. Okay. Daniel, vielen Dank. Wir müssen jetzt hier an der Stelle Schluss machen. Ja. Wer noch weitere Fragen hat, findet Daniel dann im Konferenzraum 2. Da hat er noch Zeit, Fragen zu beantworten. Wir machen hier eine kurze Pause und um 3:45, also um 16.45 Uhr, geht es dann weiter mit der Faye zum Thema CheckMK-Community. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Jederzeit Fragen gerne an mich. Danke, Daniel, dass du es gemacht hast und auch für deine Hilfsbereitschaft, Fragen zu beantworten.